Seid ihr jetzt alle da? Ja! Ja. Ja. Das war's. Tja, wie immer am Ende. Ne? Es ist viel zu kurz. Das ist die Rückmeldung, die ich bekommen habe von euch, schon jetzt im Vorfeld. Ja, es tut uns leid, wir haben halt nur Freitag bis Sonntag. Ja? Ich glaube, wir können noch eine ganze Woche machen. Jo. Ja. Warst du immer dafür, dass die Wochenende länger sein müssen und die Arbeitswoche dafür? Also einfach tauschen, ne? Ja. Ja. Machen wir mal eine Petition auf. Ne? Genau. Aber das zeigt mir, dass es das, was wir hier so machen, nicht ganz so falsch sein kann. Ja? Denn wenn ihr so ein Interesse dran habt, dann muss es doch zufrieden für euch sein. Oder ihr müsst zufrieden sein. Zum Schluss, bevor wir hier so mal euch fragen, was denn noch ansteht oder was ihr für Eindrücke habt, würden wir, glaube ich, gerne erst das Organisatorische noch klären, beziehungsweise diese Frage nach der Losnummer, die jeder am Freitag oder am Samstagmorgen bekommen hat, auflösen. Und ich glaube, damit fangen wir an, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier vorne keine Lostrommel, aber... Losen willst du anfangen? Wir fangen mal an. Fangen wir mal an. Zählen wir ja dann noch die Leute. Die Türen machen wir zu, es kommt eh keiner mehr raus. Genau. Wenn keine Lostrommel, aber der Zahlraum 1 bis 100, den beherrschen wir, glaube ich, alle. Und dann haben wir uns einfach per Zufall für irgendwelche Zahlen entschieden. Die haben wir wild auf das draufgeschrieben, was wir verlosen können. Ich habe gar keine Lose, schon eins. Ich habe eins, ja. Glaube ich. Echt? Hat der los? Nein. Das ist sicher, ich habe da angezahlt. Ich bin da los, geh hier und bin aber los. Ich kann doch schon mal sagen, das hat die Nummer 6, das hat nichts gewonnen. Ach gut. Hat jeder los? Jetzt sind wirklich die 6 irgendwo draufgeschrieben. Ja. Vielleicht ist die 9 dabei. Ein paar schwere Sachen. Also es ist überschaubar. Gucken wir mal, was haben wir denn für Nummer? Sind wir ein Spicker? Sag, du kannst ja dann ein Foto machen. Ich habe noch nie was gewonnen. Also daher brauchen wir für die Karte. Brauchen wir für mal gucken. Wir haben die Ziffer 7 ziemlich häufig drin. Hat jemand in seinem, auf seinem Los die Ziffer 7? Wie oft? Einmal. Und was noch für eine Ziffer? Davor ist eine 8. Scheiße, ja. Eine 6 dahinter. Eine 9. Eine 7 und eine 9 dahinter oder was? Eine 9 und dann eine 7. 7, 9 hast du? Ja, wunderbar. Na komm doch einfach mal her, du hast schon gewonnen. So, Dieter, für dich gibt es die ultimative Dia-Show von Aquasoft. Schnelle Wolte was jetzt besser. Oh, da ist auch noch ein Siebener drauf hier. Also wir haben nochmal was mit 7. Wer hat noch was mit 7? Ja, 4-7. 4-7, schlecht. 6-7, haben wir 6-7? Ne, haben wir nicht, ne? 7-1. Fast? Ja. 7-2? 7-2? 7-6. 7-2 hat keiner. Hat jemand 7-3? 7-3 zum Gratulieren! Die große Fotoschule fürs Studio. Das heißt, du kannst jetzt schön einen Stuhl daheim einrichten und weißt schon genau, wie es geht. Am besten noch zwischen zwei Männer jetzt. Genau. Ja, der Zuschauer mal zusammen. Genau. Ich auch noch rein. Ja, beim und dann beim Carlos, ja. Guck dir auch noch mal einmal die Carlos. Yes. Carlos. Ja, super. Wie schön. Und noch ein Siebener? Star. Oh, da ist nochmal ein Siebener. Aber kein Star. Komm mal. Sollen wir sitzen? Also, genau, die haben wir bloß einmal.
einfach so. 1, 2, 3, 4. Wer hat 3, 4? 3 hat Maische. Was? 3, 4 habe ich. 3, 4? 3, 4. 3, 4. Ja, 3, 4. Dann komm her. 3, 4. Das passt jetzt sogar bei dir. Ich glaube, das ist kein Sprauch, oder? Also, dann posen wir mal hier ein bisschen. Ja, wieder mit den Mädels. Presse. Ja, wir brauchen das halt auch hier da oben, dieses Logo halt. Ja, dann ja, ist klar. Ist klar. Wie groß, wenn du dir alle nachher auf einen Schlag holst? Was? Das können wir auch noch machen, klar. Ja. Ich brauche eine böse Zahlenschreie, dann kriegt man gleich was. Nee, ist jetzt los in der Hand. Hier drückt keiner. Was wertvoller ist? Könnt ihr eigentlich auch so 1, 2, 3, 4, 5, könnt ihr so zählen? 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt? Ja, so hörst du einfach bei der 2 auf. 6, 5? Nee. Oh, 6, 5? 6, 5, ja. Wer hat 6, 5? 5, 5, 6, 6, 6. Umgangssprache. Keiner? Geil, das kann ich behalten. So, deine Zeit. 65. Wie geht die Uhrzeit? Akku hat dein Handy. Ach, guck mal, da 65 Meter los. Ne? Drauf. Sag mal. Keine Ahnung. Das ist beides der Fall. 65 Prozent, ja! 25. 25. Prima. Ach so, als Ersatz nehmen. Ja. Also, ja gut. Es kann auch sein, dass es los und vergeben ist, dass es. Das kann sein. Okay, bei so viel Prozent haben wir denn noch? 55 Prozent habe ich noch. Ja, 13 Prozent. 55 Prozent habe ich. Also, ich habe die 55. Was? Ich habe hier die 55. Ja, dann nimm das Buch. Ja, dann nimm doch das Buch. Jetzt komm rein. Steht doch um. Kannst Porträts fotografieren. Oh, hey. Ah, ja. Das ist ganz schön schwierig. Sag mal eine Nummer an. Was für ein schönes Buch, ne? Ja. Wer hat die Nummer? 6! 16. 16, das hast du. 16, hier. Ach, du hast mir so gezeigt. Da waren nur 6. 16! 16! 16? 16? 16? Dann machen wir die 6. Dann machen wir die Nummer 6, dann streiche ich mal den 1er. Sascha! So steht's. Entschuldigung! Welche Kamera oder wie? Jetzt haben wir noch Foto. Foto. Danke. So, das war's. Na? Nein, okay. Nee, komm, rate mal. Sag mal Nummer. Nein. Sagen, du kannst nicht immer gewinnen. Aber die 27 hätten wir noch im Angebot. Oh. Oh. Ich hoffe, du hast auch ein Windows-Rechner. Nee, leider nicht. Wie? Vielleicht hat er ich hätte tauschen. Ja, ich hab noch eine Miete. Wo? Ja, Spiegel. In 2 Jahren spielen wir Bingo. Genau. Abends spielen wir Bingo. Musst du doch 13 bringt kein Glück. Ja, manchmal schon. Du so. Musst halt auch nicht. Ich bin kurz runter. Okay. Ja. Hört man mal auch gleich das Gruppenfoto. Sollen wir mal eine Frage, ob es überhaupt gefallen hat oder was? Ja, das ist eine Frage. Eine Frage. Hat es euch überhaupt gefallen? Ja. Hey. Eine halbe Stunde, das hast du verdient.
euch ganz toll. Also wir geben euch einen Applaus auch zurück, ja, weil ohne euch wäre das überhaupt nicht gegangen. Ihr könnt gar nicht lauter klatschen wie mir. So leidenschaftlich. Und ich muss sagen, also nicht die Idee hatte, aber ohne meine zwei Jungs geht's gar nicht. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, was ihr echt gestemmt habt. Also das ist, sag ich mal, ich müsste, so einen Hut gibt es gar nicht, den man kaufen kann, so einen großen Hut. Wenn ich jetzt, sag ich mal, abnehmen müsste für eure Arbeit, für euer Engagement und so toll, wie ihr uns hier das ganze Wochenende verwöhnt habt mit all diesen Dingen, mit eurem Herzen, mit eurer Arbeitskraft, mit all diesen Dingen. Mein ganz, ganz großes vielen Dank für diesen tolles Wochenende. Ganz toll. Bei dem Applaus fürchte ich, wir müssen es wieder machen. Ja! Ja. Nächstes Jahr. Nein! Nein! Guter Versuch. Das ist im Urlaub schon geplant. Ja, genau. So sieht's nämlich aus. Die gibt es auch nur alle 4 Jahre. Also von daher. Ja. Naja, 4 Jahre wäre zu lang. Sagen wir es mal so: Wer stimmberechtigt? Ja, genau. Also nächstes Jahr wird es nichts, aber in 2 Jahren wieder, ja, ist eine gute Tradition beibehalten, wir tun in 2 Jahren. Ah ja, zwischendurch machen wir doch schon unsere Fotorocks, ja. Also Stammtische. Entlebt. Also ich finde, es ging jetzt mit, wir sind knapp 100, oder? Ja. Ein paar sind nicht gekommen, also knapp 100, das ging ganz gut, das lässt sich nur stemmen. Überhaupt mal, wenn wir jetzt da 200-300 Leute hätten, das könnte man zu dritt beim besten Willen nicht mehr stemmen. Und wenn wir dann wäre es eine andere Atmosphäre. Ja, dann ist nicht mehr das. Es gibt genug Fotoforen, wo 1000 Leute kommen, da kann man immer noch hingehen. Also, das ist familiäre hier, auch wenn ein bisschen was, sage ich mal, Firmen da waren, ja, und was vorgestellt haben. Das ist ja nur zu unser aller Wohl, ja, weil wir haben das Hobby ja. Aber wenn du auf so ein großes Event gehst, dann hast du nur noch Firmenstände da stehen. Das wollen wir eigentlich nicht. Oder? Unsere große Familie, wo ihr auch seid. Genau. Genau. Ja, vielleicht noch ein Wort an die Referenten. Ich muss mich auch bei den Referenten bedanken. Ihr habt das alle ganz toll gemacht. Also ich muss sagen, also ich habe sehr, sehr viel gelernt wieder. Ich habe gelernt, dass es unheimlich tolle Leute gibt, die super nett sind und die halt sich auch engagieren, auch für andere. Also einfach nicht nur ihr, die halt die Hauptlast gemacht habt, aber auch die Leute, die hier auch mitgemacht haben, die vielen Helfer und so weiter. Ganz tolles Kino. Auch an euch, die das gemacht haben, vielen Dank. Ja. Vielleicht die Referenten auch noch mal für ein Foto mit auf die Bühne bekommen. Ja, ich habe zugehört nur. Du hast dich aber beteiligt. Stimmt, ja. Tja, für alle, die ihre Meinung über dieses Fotocamp abgeben möchten, haben wir natürlich jetzt auch einen Feedbackbogen, nicht hier auf Papier, sondern elektronisch. Unter feedback.fotocamp-pforzheim.de könnt ihr das ausfüllen. Ja, es wird uns freuen, damit wir einschätzen können oder ob wir wissen, ob ihr das nochmal wollt und was gut war, was schlecht war. Es ist auch für den Stefan interessant, ja, weil wir mit dem Fotomarkt gerne weitermachen würden. Ich denke, wir konnten ihn begeistern, dass es hier interessierte Menschen gibt. Und da können wir auch ihm das Feedback zukommen lassen. Dann kann er vielleicht fürs nächste Fotocamp etwas organisieren. Und unter allen Teilnehmern, also es ist A, erstmal anonym. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann seinen Namen und E-Mail-Adresse angeben. Es wird ein Video to Brain Jahresabonnement im Wert von 198 Euro verlost unter allen, die daran teilnehmen. Und wir hoffen auf ein zahlreiches Feedback von euch für diese Sache.
Genau, und die andere Sache, wo wir natürlich noch von euch brauchen, wir wollen eure Bilder sehen. Wir wollen sehen, was habt ihr für Bilder hier gemacht, weil ich habe so auf die Kameras geguckt und habe ganz tolle Sachen gesehen. Zeigt es doch, ladet es bei uns hoch auf die Homepage, weil damit vielleicht andere Leute es auch sehen und in 2 Jahren dabei sind und unsere Familie, sage ich mal, noch etwas vergrößern, erweitern. Das Hochladen auf der Homepage, das wissen wir, das ist mit diesem NG Gallery Uploader ein bisschen umständlich. Das ist in Ordnung, wenn ihr sagt, ich habe nur 1 oder 2 Bilder, die ich zeigen möchte. Wenn ihr der Ansicht seid, ihr habt 5, 6, 10 Bilder, die super toll sind und die sollen die anderen auch sehen, dann schickt es uns per Mail. Wir laden das dann per FTP hoch. Ja, das geht schneller und wir schreiben dann auch dazu, von welchem Fotograf das Bild stammt. Genau. Ja. Und um das Ganze noch ein bisschen, sage ich mal, euch dazu motivieren, machen wir wieder einen Fotowettbewerb drauf. Diesmal leider keine Leica-Kamera drin, das nächste Mal vielleicht wieder. Er hat sie nicht hergeben können, die Kuh, er braucht sie noch, schade. Er braucht sie, ja. Aber es gibt ein paar Preise, es gibt Buchpreise. Und Studio Express hat zum Beispiel ein Videorig gestiftet. Ne? Kann man seine Kamera drauf machen, kann dann Video filmen. Ja. Ansonsten Frage, brennt euch etwas noch unter Nägeln, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt, müsst? Also wenn ihr auf eurer Facebook-Seite oder eine eigene Gruppe machen könnt, Fotocamp 2015, damit wir uns da alle ein bisschen weiterhin in Kontakt bleiben, auch die Homepages voneinander reinschreiben können. Das geht sonst ein bisschen schnell unter. So können wir da mehr den Kontakt pflegen untereinander. Teilnehmerliste, dass man dann in genau. Die Gruppe, wo jeder halt sich eintragen kann, der möchte. Ja. Genau. Aus Datenschutzgründen würde ich jetzt ungern einfach veröffentlichen wollen, die Teilnehmerliste. Ja, Guck mal, ihr macht so, einfach ein Ding. Oh. Eine geschlossene Gruppe in Facebook oder was? Das ist auch, oder halt, ihr macht so einen Beitrag, wer möchte seine Seite hier posten auf die Art und darunter schreibt jeder seine Seite, dann hast du ja unter einem Ding, alle, die wo dabei sein wollen, der Rest, wo anonym bleibt, schreibt halt dort nichts rein. Und so hast du dann unter diesem einen jeden drunter untereinander. Ja gut, können wir einen Beitrag. Ich habe Möglichkeiten, Dokumente bei Facebook, wo man sich dann eintragen kann oder halt auch nicht. Du brauchst ja nicht, wenn du sagen wir mal dein eigenes Ding kopierst, wenn du eine Seite so, hast und die haben einen Beitrag gestartet, dann machst du einfach unter dem Beitrag einen Kommentar mit deinem Link. Und dann sieht jeder, der dort Interesse hat und reinschauen will, unter dem Link, das ist die und die hat die Seite, das ist der und dem gehört die Seite. Wenn es mir gefällt, like ich die Seite oder ich weiß, wer wo was ist und so kann man eigentlich... Ja, aber die Gruppe macht auch Sinn. Ja, guck ich mal, wie man es macht. Es gibt ein Newsletter, halt dauerhaft, so. Nur für die Teilnehmer hier, die da waren. Da werden dann die Informationen gepostet, die das betrifft. Es hat zum Beispiel Alex hier noch Rabatt und so weiter versprochen für Software, wer die kaufen möchte. Und das wird alles nochmal in die Newsletter, in die internen Newsletter stehen. Die wird dann aber irgendwann zu Ende sein. Und dann gibt's aber da gibt es nur noch diese Informationen dann für diese Veranstaltung. Die Adresse bleibt zwar im System drin, die lasse ich deswegen drin, weil ich davon ausgehe, dass 2017 Interesse besteht. Dann würdet ihr als Teilnehmer 2015 vorab die Information bekommen. Ja, und dann schauen wir mal, wie viele Tickets überhaupt noch da sind für die anderen. Ja, aber ansonsten wird über diesen Verteiler nichts weiteres erfolgen. Alles andere kommt ganz regulär über den Newsletter, über den ihr euch bitte selbst anmeldet. Genau, einfach auf der Homepage anmelden, dann verpasst ihr nichts, wenn wir was Neues machen. Weil 2 Jahre ohne geht nicht. Ja. Das gibt 1000 Ideen, die mir in die Köpfe haben und ich denke mal, es werden vielleicht auch noch Ideen von euch kommen, was man denn so tun kann, außer irgendwo mal eine Pizza essen zusammen, das ist klar. Aber was haben wir denn schon alles gemacht? Nachtfotografie. Fotowalk haben wir gemacht. Alles machen. Fotoworkshop haben wir gemacht. Ja. Aktfotografie haben wir gemacht. An den Laubblühen. Danke. Das gibt frische Landesgärten. Das ist die, ja. Ist zwar kein Landesgartenschau, aber ist trotzdem schön. Ja, man kann nochmal. Aber er war schon im Zoo. In Stuttgart im Zoo war man auch schon.
Also es gibt verschiedene Sachen, die wir schon gemacht haben und auch verschiedene Ideen, die noch in unseren Köpfen rumschwirren. Ja. Auch mit Ausflügen mal oder so. Müssen wir dann halt gucken. Genau. Aber sobald da was konkreter wird, Newsletter, wer es abonniert hat, der kriegt es dann halt auch sofort mit. Ja, wenn ich die Newsletter schon kriege, muss ich jetzt nochmal abonnieren? Die muss ich nicht nochmal abonnieren. Nein. Ja, nur für die, wo es noch nicht abonniert habe. Es soll solche Teilnehmer geben. Ja, dann haben wir noch was? Keine, hier liegt noch ein bisschen rum. Also wer noch was für Nepal spenden mag für die Erdbebenhilfe, bitte hier in die Kasse rein. Marcello freut sich. Wenn ihr noch, das habe ich nämlich vergessen, habt bei diesem beim Model-Shooting, gibt es normalerweise auch so einen Vertrag auf Gegenseitigkeit mit Bildveröffentlichung. Wer sich dafür interessiert, ich habe hier ein paar Musterverträge, einfach einen mitnehmen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr. Ansonsten Fragen im Nachfeld, E-Mail schreiben. Ja. Einer von uns drei wird antworten. Ja. So, dann bleibt uns nichts als zu sagen. Dankeschön. Nur Tränchen weg drüber und sage.